Martha is Dead ist ein Spiel, welches unangenehme Szenen und Themen behandelt, die vielleicht für einige Zuschauer beunruhigend sein können. Daher ist dieses Video und auch dieses Spiel mehr für das erwachsene Publikum gerichtet und diese Warnung sollte auch für ernst genommen werden. Vielen Dank. Alter, was? Fuck, okay. Alter, Martha ist eine kleine Sass. Wir haben beim letzten Mal mit der weißen Frau gesprochen und ihre Worte waren zum einen verwirrend und zum anderen ein bisschen klärend. Ich muss ehrlich sagen, ich habe immer noch kein gutes Gefühl dabei gehabt, immer noch in der Nähe der weißen Frau zu sein, weil sie uns dann zum Schluss in die Tiefe des Sees reingeschubst hat. Nicht reingeschubst, sondern reingezogen hat und nun sind wir hier irgendwo unter Wasser. Und damit, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Martha is Dead. Mein Name ist Dama Rip und ja, wir waren beim letzten Mal auf der Insel, wo der Geliebte der weißen Frau erhängt wurde. Und wir haben mit der weißen Frau selber gesprochen, um Antworten zu bekommen zum Tod von Martha. Stattdessen hat die uns irgendeine Scheiße erzählt. Von wegen das Licht und die Mutter und der Kirche und nun hat die uns dann hier unter Wasser geschubst und nun machen wir hier kein Quicktime-Schwimmen, sondern müssen richtig ans Werk. Ja, ich weiß nicht, wohin die Story noch weitergeht. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Oh, hier ist ein Flugzeug. Was hier passieren wird? Oh. We have a tree under the water. Das haben wir auch damals im Trailer gesehen. Oh Gott, Alter. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir jetzt wieder einen Albtraum haben. Oh Gott. Okay, das Gehängte. Das haben wir auch in dem einen Traum gesehen. Vielleicht ist Martha auch, hat sich erhangen. Das wissen wir ja alles nicht. Oh Gott. Ich gehe mal ganz weit weg. Okay, Schlüssel. Okay. Why? Das Gespräch mit der weißen Frau hat mich nur noch mehr verwirrt. Aber wenigstens habe ich jetzt diesen Schlüssel. Woher eigentlich? Und warum hier Quicktime? Okay, du hast dich schon wieder angezogen. Das ging aber sehr flott. Okay, ist es denn jetzt dunkel? Und was ist das für ein Schlüssel? Ist das der Schlüssel zu unserem Herzen? Ja, das war jetzt ein bisschen kitschig, ich weiß, aber... So, hier ist unsere Tasche, die können wir nicht nehmen. Stattdessen. Oh Gott, das macht süße Geräusche, weil wir barfuß sind, Alter. Okay. Nein, wir müssen wahrscheinlich unser Zimmer aufmachen. Hä? Warum? Die Schatulle von Martha. Yes, oh mein Gott. Daran habe ich ja jetzt gar nicht mehr gedacht. Ach du meine Fresse. Stimmt. Da war ja was. Hier ist ein fetter... Oh, sie hat auch Tabletten. 16. Juli. What the fuck? Liebe Schwester, ich vertraue diesem Brief meine Geheimnisse an. Wenn du ihn liest, sind die Dinge so gelaufen, wie ich es mir gedacht habe. Und ich bin nicht mehr an deiner Seite. Hä? Zuallererst, ich bin nicht taub und war es auch nie. Hä? Mutter hat mir Angst gemacht, als wir klein waren. Also habe ich beschlossen, nicht mehr zu sprechen oder zuzuhören. Es hat funktioniert. Tatsächlich begann Mutter, mich zu lieben. Sie fanden auch eine wissenschaftliche... Alter, Martha ist eine kleine Sass! Die neurologischen Schäden, die durch den übermäßigen Druck des Zwillings während der Schwangerschaft verursacht wurden, führten nach und nach zum Hörverlust. Und so wurde auch meine Entscheidung zu deiner Schuld. Also muss ich es wieder gut machen. Habe ich noch andere Geheimnisse? Leider ja, aber ein Brief ist für so etwas nicht geeignet. Da du jetzt weißt, dass ich sprechen kann, geh bitte in die Dunkelkammer.
Ich habe eine Aufnahme versteckt. Höre sie dir an und du wirst meine Stimme hören. What the fuck? Lebe wohl, Martha. Als ob... Warum dieser ganze Wahnsinn, Martha? Was hast du noch von mir geheim gehalten? Du hast mir mehr als 15 Jahre lang deine Stimme vorenthalten. Ich kann es kaum erwarten, sie jetzt zu hören. Wir sind gleich in der Dunkelkammer, okay. Muss ich, ja, weniger laufen, sag ich jetzt mal. Okay, krass. Hier gibt es nichts. Alter, dann war ja Martha die ganze Zeit eine kleine Sass. Hier auch nicht. Ach, hier, ja. Alter. Ey, was ist, wenn jetzt halt wirklich Martha schwanger war? Und vielleicht... Wollte sie sich ja auch umbringen, weil wir die Tabletten da ja gesehen... Ach, du meine Fresse, Alter. Wir hören mal rein. Hallo, Julia. Ich weiß, dass das absurd ist, aber das bin ich und das ist meine Stimme. Wir sind auch in diesem Sinne gleich. Boah. Es ist wirklich offensichtlich. Ich habe im Grunde genommen immer gesprochen und du warst meine Stimme. Spielen wir jetzt Martha? Ich werde meine Bestimmung finden. Also möchte ich nicht, dass es noch mehr Geheimnisse zwischen uns gibt. What the fuck? Jesus. Alter, was passiert hier gerade? Aber wenn das... Aber das ist doch eigentlich Martha. Hä? Ich check's gerade wirklich nicht. Ich muss dir sagen, dass... Ich bin... Schwanger mit Blapus. Alter! Wir haben miteinander geschlafen. Und ich hatte nie den Mut, es dir zu sagen. Sie! Ich hatte solche Angst, dich zu verletzen. Ich schäme mich so. Und jetzt? Wie kann ich dieses Kind jemals auf die Welt bringen? Das Baby zeigt sich langsam. Hast du es gemerkt? Deshalb ziehe ich mich auch nicht mehr vor dir aus. Aber wie lange kann ich es noch verstecken? Du hast mich gestern gefragt, ob wir früh morgens zusammen an den See gehen. Du, die Schlafmütze. Früh am Morgen. Ich habe dich gebeten, mit mir das Bett zu tauschen, so wie wir es immer als kleine Mädchen gemacht haben. Ich bin in der Morgendämmerung aufgestanden und habe dich nicht aufgeweckt. Ich habe eines deiner Kleider angezogen. Alter, was? Okay. Da. Alter. Okay. Jetzt. Oh mein Gott. Okay. Das erklärt. Ach du meine Fresse. Okay, scheiße. Aber war dann Lapo auch mit uns zusammen? Das, oh Gott, Alter, das verwirrt mich jetzt total. Okay, also Fakt ist, Martha war schwanger von Lapo, Alter. Lapo, ach du Scheiße, Alter. Ey, meine Kopfhörer. Ich weiß nicht, was das ist, vielleicht wechsle ich die jetzt auch schnell. Weil ich bekomme von diesen Kopfhörern manchmal irgendwie wie so eine Art Schlag, Alter. Und das tut sau weh. Ich glaube, ich wechsle die mal kurz. Eine Sekunde. So, neue Kopfhörer dran und die Story wird immer verwirrender. Yay! Okay, also, okay. Und dann haben die beiden an dem oder in der Nacht zuvor die Betten getauscht, dass die Eltern zumindest dachten, okay, Martha sei hier. Und Martha hat eines unserer Kleider angezogen. Deswegen war das auch dann am Anfang. Deswegen passt das jetzt. Gott, Jesus, okay. Fortfahren. Fuck, okay. Also, muss ich eins hier anziehen? Boah, Jesus, Alter. Das entwickelt sich. Okay, scheiße, was war denn das für ein Kleid? Ich habe eine Karte an Mama geschrieben, in der ich ihr mitteilte, dass du schwanger bist, nicht ich. Und dass ich sie am See treffen möchte. Ich habe die Karte auf den Schreibtisch in ihrem Zimmer gelegt. Alter, aber warum hat sie das getan? Warum war Martha so eine kleine Sass, Alter? Ich verstehe das nicht. Wieso? War da auf den Schreibtisch? Nee, auf ihren Schreibtisch oben. Alter, warum ist Martha so eine kleine Sass gewesen? Schlafen die noch? Ja.
Ey. Ich kann's nicht glauben, sorry. Kann ich nicht? Ich möchte gerne, ja. Dann überkam mich der Wunsch, mit dir zu sprechen. Und ich erinnerte mich an den Rekorder in der Dunkelkammer. Also, Dunkelkämmerchen. Ey, Alter! Aber, warte mal. Ich meine, das Ding ist, an Marthas Leiche jetzt, die ganze Zeit hat man keine Schwangerschaft sehen können. Und ihr Bauch war ja wirklich schon, hä? Ich check das so gar nicht. Ich werde allein zum See gehen, mich wie du verhalten. Ich werde ihr alles sagen, wozu du nie den Mut hattest. Ich werde deine Stimme sein. Ich weiß, wie sehr sie dich über die Jahre hat leiden lassen. Im Gegensatz zu dir erinnere ich mich an all das Böse, das sie dir angetan hat. Und es ist meine Schuld. Schwester, nimm meinen Platz ein. Du wirst ein besseres Leben führen. Und ich werde in Frieden ruhen können. Weil ich weiß, dass ich zumindest versucht habe, meine Fehler wieder gut zu machen. Ich gehe jetzt. Meine letzte Erinnerung wird die Vorstellung sein, wie du friedlich schläfst. Boah, krass. Okay, boah, okay, das ist... Alter. Aber ich verstehe das nicht. Also, Martha wollte mit unserer Mutter sprechen. Wenn aber unsere Mutter Martha umgebracht hat, das kann eigentlich gar nicht sein. Weil dann hätte ja... unsere Mutter schon längst, dann hätte Irene ja schon längst wissen müssen, wer er ist. Alter. Das ist echt krass. Aber das Ding ist, vielleicht bin ich jetzt so krank im Kopf, aber, nee, es kann eigentlich gar nicht sein, dass sie das Kind schon vorher ausgetragen hat. Weil wir haben nichts. Ich bin total verwirrt, Alter. Hallo, Julia. Ich war verärgert. Unglaublich verärgert. Am 16. Juli, an diesem verfluchten Tag, hat Martha mich nicht aufgeweckt. Okay, und jetzt ist immer noch... Ja, es ist immer noch der 16. Okay. Was? Ja. I know, how this funktioniert. Martha war nicht da und wir wollten zusammen an den See gehen. Sie hat sogar ihr Bett gemacht, was ungewöhnlich war. Ich dachte, Mama wäre früh aufgestanden, trotz ihrer Medizin, und hatte sie gebeten, ihr bei etwas zu helfen. Ey, Alter, das ist wirklich total sassig hier gerade. In meinem Kleiderschrank fehlte ein Kleid. Ey, das ist aber total sass jetzt gerade, Alter. Das ist total sass. Alter. Kann ich gehen? Hä? So kann ich denn nicht gehen? Fehlt mir was? Ich habe jetzt meine Tasche. Hä? Bin ich doof? Hä? Oder kann ich hiermit... Ich kann mit nichts interagieren. Wir gucken mal, wir spotten mal. Ah, hier, okay. Es war spät. Martha hatte mich nicht aufgeweckt, obwohl es abgemacht war. Und ich habe wie immer verschlafen. 7:45. Okay. Ich beschloss, einfach rauszugehen und die Fotos selbst zu machen, ohne dass Martha dabei ist. Boah, das ist interessant. Vielleicht, weil sie das ja auch jetzt eben gesagt hat, sie weiß nicht, wie sie dieses Kind auf die Welt bringen soll, weil es von Lapo ist und Mutter Lapo nicht leiden kann. Was ist, wenn jemand dafür sorgen wollte? Warte mal. Wenn bei Martha die Tabletten drin waren, wollte sie es... Oh Gott. Wollte sie das Kind abtreiben? Oh Gott, Jesus, ich kann nicht mehr, Alter.
Oder halt wirklich, dass jemand dafür sorgen wollte, dass sie halt nicht dieses Kind auf die Welt bringt und sie halt ertränkt hat in dem Sinne. Alter, ich kann nicht mehr. Es war ein nebliger Morgen, obwohl es nicht mehr dämmerte. Das war ein unheilvolles Zeichen. Ey, diese... Meine Mutter hatte ihre geliebte Martha mit ihren eigenen Händen getötet. Ich hatte damals ihren Platz eingenommen und ihre Zuneigung an mich gerissen. Das hätte sie mir nie verziehen. Ich hatte wirklich Grund, Angst zu haben. Ja, obwohl doch, wenn Martha so getan hat, als ob sie Julia war. Oh, ich check's das nicht. Wenn die Mutter wirklich Martha umgebracht hat, dann war es natürlich so, Martha hat dann als so getan, als ob sie Julia wäre. Ich suchte nach einer von Vaters Pistolen, um mich zu verteidigen. Was war ich doch für ein dummes, kleines Mädchen. What the fuck? Trotz allem musste diese Filmrolle noch entwickelt werden. Und wenn die Aufnahmen nicht beweisen würden, dass sie schuldig ist, müsste ich mich auch noch auf die Suche nach Beweisen für Marthas Schwangerschaft machen. Ja, mach mal, Alter. Such einen Test raus, ey. Ja, was? Okay, boah. Neues Kapitel, der Friedhof. 6 Tage nach Marthas Tod. Alter! Okay. Fuck, das. Oh, scheiße, Alter. Okay, wartet mal kurz. B und K. Die Zeitung. Was, wir haben einen Tag geskippt? Egal, der Film im Kleid entwickelt das Foto. Alter, das ist echt krass. Okay, wir haben einen neuen Eintrag. 21. Juli. Lapo ist tot. Sie schossen mir in den Rücken, als ich seine Leiche entdeckte. Ich dachte, dass ich den Tiefpunkt erreicht hätte. Das sind seelenlose, leere Tage. Nach so vielen schrecklichen Ereignissen habe ich es endlich geschafft, die weiße Frau zu treffen. Zumindest glaube ich das. Die Grenze zwischen Realität und Traum wird für mich immer undeutlicher. Ich dachte viel über ihre Worte nach, aber sie haben meine Vermutungen nicht bestätigt. Sie gingen mir nicht mehr aus dem Kopf. Vielleicht werde ich ja alles verstehen, wenn die Zeit gekommen ist. Ich habe viel über ihre Worte nachgedacht, aber sie brachten keine Klarheit in Bezug auf meine Vermutungen. Sie klingelten immer wieder in meinem Kopf. Vielleicht werde ich es verstehen, wenn die Zeit gekommen ist. Jetzt weiß ich mit Sicherheit, dass es Mama war, die Martha getötet hat, als sie dachte, dass sie ich wäre. Noch vor einer Woche hätte mir das alles als unmöglich erscheinen müssen. Ich muss nur den Beweis finden, damit sie für das, was sie getan hat, büßen kann. Alter, das ist aber schon krass. Ne, dass doch unsere Mutter uns eigentlich töten wollte. Ey, das ist echt krass. Und krank. Es ist alles in einem. Ach du meine Fresse. Und, ne? Und dann noch ein bisschen in die ethische Richtung zu gehen. Ach du meine Fresse, Mutter, Alter. Ja, um halt da noch in die richtig schön ethische Richtung reinzugehen. Warum ist hier alles dunkel, Alter? Was macht ihr hier? Hat ja die Mutter dann nicht nur ein Leben auf dem Gewissen, sondern zwei. Alter, ich komme immer noch nicht darauf. Klar, das ist Martha. Egal, so. Dann wollen wir doch mal gucken, was wir heute für eine Weissagung haben. So, ene mene mu. Wir haben der Text einfach hier unten. Der Narr. Ich darf mich nicht darum kümmern, was die Leute denken. Okay, das war wahrscheinlich immer noch wegen dem hier. Egal. Wir machen einfach. Weil ich habe manchmal doch keinen Bock auf diese, der Teufel. Sonst wird mich die Angst davon abhalten, mich der Situation zu stellen. Ach nee, du redest schon von den Karten. Okay, ich dachte schon. What the fuck? Der Turm. Es wird sehr schwer sein, sich von einem Nervenzusammenbruch zu erholen. Noch eine? What the fuck? Steigern wir uns jeden Tag. Der Tod. Zu Ende. Das Schicksal ist unausweichlich. Das Ende wartet auf uns. Das war jetzt schön. Das Rad des Schicksals. Okay. Ja gut. Was müssen wir denn jetzt machen? Heute ist der 22. Nee, wir müssen runter in die Küche. Aber
Ich würde doch zu gerne mal. Oh, ich kann das doch selber anwählen. Okay, Friedhof. Es gibt. Nee, wartet mal. Ich bin zu doof. Es gab doch diese Nummer von Lapos. Nein, ich war. Ha! Weg. Ich wollte doch. K. Warte mal. Kann ich mir das merken? 6934. 6934. 6934. 6934. 6. 9. 3. 4. Vielleicht kommt dann wirklich jetzt alles ans Licht. Lapo ist tot. Ich bin Ju. Nein, nein, nicht reden. Wir müssen nicht wissen, wer du bist. Wenn du diese Nummer anrufst, bedeutet das, dass Lapo möchte, dass du seine Arbeit erledigst. What? Ein Telefonkabel in der Nähe des Hauses des deutschen Generals Erich K. muss gekappt werden. Eines führt zum Haus. Aber es gibt noch ein weiteres Kabel, von dem wir vermuten, dass es mit einer geheimen Basis verbunden ist. Und genau das muss abgeschnitten werden. Wenn du deutsche Fahrzeuge in der Nähe siehst, gib uns sofort Bescheid. Wir werden unter dieser Rufnummer nicht mehr erreichbar sein. Sie kann nur einmalig verwendet werden. Der Telegraph sollte sicherer sein. Frequenz X, telegrafiere vor der Nachricht, die Stadt brennt, um dich zu identifizieren. Lang lebe das Vaterland! Lang lebe die Befreiung! Soll ich das Kabel sabotieren und zum Spion werden? Ich weiß nicht. Mein Vater ist Deutscher. Ich würde ihn damit verraten. Obwohl er selbst den Krieg hasst. Aber was ist mit Lapo passiert? Und diese Typen? Wenn ich das Leben von jemandem retten kann, sollte ich es vielleicht versuchen. Oder vielleicht kann ich mit Papa darüber reden. Er kann mir bestimmt einen Rat geben, was ich tun soll. Ich habe von all dem überhaupt keine Ahnung. Was hast du dir dabei gedacht, Lapo? Was? Papa den Plan verraten, den Partisanen helfen. Ach, du meine Fresse. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Scheiße. Warum? Scheiße, Alter. Warum wollte Labo das? Papa den Plan ver. Oh Gott, ey, das ist jetzt richtig sass, Alter. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß es nicht. Wie wäre es mit gar nichts? Boah, das ist echt krass. Scheiße. Aber was ist, wenn. Oh nein, scheiße. Was ist, wenn wir dann da drauf irgendwie einen Anschlag bekommen? Aber ich meine, warum wollen die Partisanen. Ich weiß es nicht. Mann, verdammt. Ich helfe ihnen, oder? Ich meine. Das ist, glaube ich, im Moment das Sicherste. Ich meine, wenn Lapo das so wollte, dann muss das irgendeinen tieferen Sinn haben, von Zum daher. Zerschneiden des Kabels brauche ich eine scharfe Schere. Eine Schneiderschere sollte ausreichen. Oh, scheiße, Alter. Die Kommunikationsleitung. Ey, Kacke, Alter. Ey, das ist so krass. Okay, Ich lege es in den Briefkasten. Schönen Tag noch. Noch ein Beileidstelegramm? Ist es nicht ein bisschen spät dafür? Telegramm, Alter! Bye, wo bist denn du? Hallo? Oh Gott. Sonnenaufgang hier? Boah, schöni. Schöni. Ist die Kapelle auf? Nö. Sah jetzt so komisch aus. Okay, Telegramm, Alter! Posta. Telegramm! Liebe Frau Irene K. Nach Ihrem Anruf haben wir ein Telegramm von Dr. D. erhalten. Ihre Anfrage wurde angenommen. Sobald die Polizeistation die Genehmigung erteilt, werden wir das Mädchen abholen lassen. Okay. In der Zwischenzeit bitten wir Sie, dem Rat des behandelnden Arztes zu folgen, damit das Mädchen keine extremen Maßnahmen ergreift, wie Sie es befürchtet haben. Ich danke Ihnen für Ihre großzügige und wohltätige Spende an unsere Einrichtung.
Direktor S. Psychiatrisches Krankenhaus Volterra. Telefon 0782. Jetzt, wo sie alles rausgefunden hat, will sie mich in eine Anstalt einweisen lassen. Oder vielleicht noch schlimmer, sie möchte mich töten und alle glauben lassen, dass es Selbstmord war. Sie bereitet alles minutiös vor. Was? Volterra? Was? Ist das dieselbe Anstalt wie bei The Town of Light, Alter? Boah, krass, Alter. Meine Fresse. Scheiße. Okay, Telefon. Das kann ich damit machen. Und das. Aber ich will da noch das... Ah, meine Fresse. Ich habe so viele Sachen jetzt, was ich machen muss eigentlich. Ey, Alter, wie entwickelt sich das hier? Die Neuseeländer erobern Tavernelle. Im östlichen Sektor der Schlachtfront erobern die Truppen der 2. Neuseeländischen Division britisches 13. Korps Tavernelle. Die 6. südafrikanische Kampfdivision stößt auf die Hügel bei Greve vor und erobert die Gipfel der Berge Domini und Fili. Die 4. Division erreicht San Giovanni. Okay. Der Stern, die Zeitung ist abgehakt. Okay. Alter, ich glaube, das, was wir als nächstes wirklich machen, also was, glaube ich, jetzt nicht so sehr storybelastend sein wird, ist wahrscheinlich der Film, den wir entwickeln müssen. Und dann werden wir ein paar Kabel durchtrennen und ein bisschen auf Elektriker machen. Alter, okay. Boah, krass. Das nimmt natürlich jetzt alles eine Wendung, die ich wirklich nicht geahnt habe. Ich meine, klar, das mit Martha, das ist halt jetzt so irgendwie so, keine Ahnung, in meinem Kopf geschwommen, dass halt vielleicht doch Martha schwanger war und es war auch so. Und dass sie mit Lapo zusammen war. Und, oh, krass. Und unsere Mutter sie angeblich getötet hat. Oh Gott, Alter, okay. Das ist echt viel Story auf einmal. Und da würde ich auch sagen, machen wir einfach jetzt erstmal hier einen Cut und machen beim nächsten Mal weiter. Also, wenn euch dieser Part von Martha is Dead gefallen hat, Leute, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da, abonniert diesen Kanal und auch wichtig, aktiviert auch gleich die Glocke, damit ihr wirklich gar nichts mehr verpasst. Und besucht mich doch auch mal gerne auf Instagram, dort heiße ich da.ma.rip. Und dann werden wir beim nächsten Mal hier weitermachen und der Wahrheit weiter auf der Spur sein. Also, bis dahin, ciao.